Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Ghost of a Tale. Wir haben endlich den Hammer des Schmieds zurückbekommen von Gusto und Fatale und wollen ihm jetzt diesen zurückbringen. Kann ich dir weiterhelfen? Ja, hier, ich habe deinen Hammer. Tatsächlich. Ist ein gutes Werkzeug. Bin froh, ihn wieder zu haben. Hier bitte. Oh, 5 Florin. Vielen Dank. Also, gibt es etwas, was du brauchst? Ich suche verschiedene Kleidungsstücke. Ach, sag mir, was du brauchst. Teile der Rüstung, glaube ich eher, weil da fehlen uns, wenn ich das richtig gesehen habe, nur noch 2. Bei Waldläufer haben wir erst ein Teil gefunden. Das würde länger dauern. Ich kann dir helfen, aber du musst dich hier zuerst orientieren können. Mal sehen. Irgendwas dabei, was du gebrauchen kannst? 6 Florin pro Stück. Was? Oh nein! Ach stimmt, ja, er verkauft ja die Karten. Theoretisch könnten wir uns jetzt eine Karte leisten. Na gut, wir nehmen eine Karte von Boku. So. Eine andere Karte brauche ich eigentlich nicht. Ich wollte von dir wissen, wo ich die Kleidungsstücke finde. Okay, also ich suche die Kleidungsstücke. Und zwar die Teile der Rüstung. Dafür willst du auch noch Geld? Nee. Und dann auch noch mehr als für die Karte? Kannst du mir helfen, ein Rätsel zu lösen? Ach so. Das mit den Ringen könnte ich ihn fragen. Nee, das habe ich ja schon gelöst. Okay, eine Sache wäre noch. Es gibt ein paar Dinge, die ich suche. Kannst du mir helfen? Ich suche einen Passierschein. Für 2 Florin? Na gut. Im Säuferkäfig nach? Im Verlies? Säuferkäfig? Ein paar Wachen, die Ausgang haben sollten, hat man die Scheine gestohlen. Barfon von der Nachtwache sitzt deswegen unten im Verlies. Man hat die Scheine noch nicht gefunden. Ich würde erst mal dort nachsehen. Kann ich dir sonst noch weiterhelfen? Danke, nein. Das waren 2 verschwendete Florin. Denn bei der Wache hatten wir den Passierschein schon. Beim Tor, sagt er. Dann... müssen wir noch mal zum... Achso, bin zu weit. Aber was machen wir mit der Wache beim Tor? Uah. Huch, ist die weg? Da stand doch sonst immer eine Wache. Boah, wer sieht mich denn jetzt hier schon wieder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, liebe Güte. Ich
Ich hab's gesehen. Können wir die denn... Müssen wir ihr die Passierscheine klauen oder so? Wow. Mal kurz die Lage peilen. Sie steht einfach nur da. Oha. Müssen Sie erst mal ablenken. Lauf. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er hat uns irgendwie gesehen. Flasche abwählen. Nicht, dass ich sie wieder aus Versehen werfe. Ja, nicht, dass ich ständig hier uns sehen kann, wenn wir uns hier verstecken wollen. Na ja, komm, hier ist nicht. Das Tor ist von alleine zugefallen. Jetzt müssen wir es irgendwie wieder zu Gusto und Fatale schaffen. Ich weiß nicht, ob das hier der offizielle Weg ist, aber ich gehe ihn einfach mal so. Scheint ja zu klappen. So. Also, was bist du? Ein Dieb? Ein Langfinger? Ich bin ein Lautenspieler. Ein Lautenist? Ist was? Was macht er? Er ist Lautenist. Das ist einer, der auf Beute lauert. Beute? Beute ist genau unser Ding. Ihr seid Diebe? Das hat mir, glaube ich, schon geklärt, oder? Wir haben in unserem ganzen Leben doch noch nichts gestohlen. Wir sind einfach, finden einfach Sachen und nehmen sie mit. Das stimmt, ohne Erlaubnis. Ja, ich habe auch einfach mal Passierscheine mitgenommen. Echt? Zeig her. 3 Passierscheine, wie er gesagt hat. Also gut, ein wahrer Dieb braucht eine ganze Reihe von Talenten. Er muss geschickt, hartnäckig und aufmerksam sein. Und noch einiges mehr. Wenn du alles davon drauf hast, kannst du dich unserer Gilde anschließen. Naja, es ist eher sowas wie ein Club als eine Gilde. Wie viele Mitglieder habt ihr denn? Meinst du uns mitgezählt? Das ist doch unwichtig. Jetzt bringen wir dir erstmal ein bisschen was von allem bei. Was möchtest du lernen? Starke Arm. Der rote Nebel? Was ist denn der rote Nebel? Waffe Lauscher? Ist die wo? Was ist das alles? Sagen scharfe Lauscher?
Das ist die wichtigste Fähigkeit eines Diebes. Mit einer bestimmten Technik kannst du spüren, ob ein Feind in der Nähe ist. Und wir können dir das beibringen. Das gefällt mir. Dann zeig mir mal, wie das geht. Na schön, das ist nicht ganz einfach und für jeden Dieb auch ein wenig anders. Es ist, als ob du dich der Welt um dich herum öffnest, ihren Gerüchen und Geräuschen und ein Bild davon in deinem Innern entstehen lässt. Das erklärt erstmal gar nichts. Es hilft, wenn du dich ganz klein machst, wie beim Schleichen. Für mich sieht es aus wie eine glühende Aura. Versuch es mal bei der Wache da draußen. Okay, schleichen. Ah! Sie erzeugen also jetzt eine Art Leuchten. Aber auch nur, wenn sie sich bewegen. Okay. Wen haben wir denn da? Okay, ich habe das gelernt. Brauchen wir noch was? Oben auf dem Wachturm ist eine Ratte. Ein echt mieses Spitzgesicht. Was ist mit ihm? Er ist ein Spitzgesicht. Wir brauchen sein Fernglas. Warum? Um die Straßen auszukundschaften und Patrouillen schon von Weitem zu sehen. Seid ihr sicher, dass es das Risiko wert? Also für uns schon. Du klingst nicht gerade überzeugt. Er ist nicht dein Freund, Maus. Aber wir schon. Er ist nur eine Ratte. Er ist ein echtes Spitzgesicht. Verstehe. Warum sollte ich euch glauben? Würdest du einer Ratte eher vertrauen als uns? Schau in seine Feldkiste und entscheide dann, wem du trauen sollst. Okay, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie auf den Turm hoch. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Die ist einfach verschwunden. Wo ist die hin? Ja, auch kein Leuchten. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir auf den Turm? Okay, da drüben sind Guste und Fatale. Also anscheinend müssen wir erstmal wieder durch das große Tor. Oh, da ist er ja wieder. Warum? Warum hat er mich jetzt sehen können? Das war ein Schreck. Aber immerhin sind wir durchs Tor. Ich glaube, wir müssen jetzt da oben irgendwie lang. Hier war doch der Turm. Genau, da ist der Turm. Also irgendwie in die Richtung. Waren wir ja schon mal lang. Hier waren wir noch nicht. Boah, dafür werden wir auch von allen Seiten gesehen. Bin jetzt einfach mal reingerannt. Bevor die uns wieder verfolgen. Ist das die Waffenkammer? Oh Gott, hier ist eine Wache. Da schläft einer. Oh Gott. Wir sind zwischen Ratten eingeklemmt.
Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich halte das für keine gute Idee. Manchmal keine Animation beim Schleichen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Schicksalskarte. Immer sie gut sind. Irgendwo speichern sollen. Ich glaube nicht, dass es hier zum Turm geht. Das ist ein Rüstungsteil. Ja gut, es fehlen uns nur noch die Beinschienen. Ich kann das hier nicht anzünden, nicht mitten zwischen all den Wachen. Scheint nichts weiter zu sein. Den Weg, der noch weiter führt. Dann gehen wir mal lieber. Bevor ja noch einer von denen wach wird. Oh Mann, hier wären noch ein paar Banner zum Anzünden. Vielleicht muss ich zu einer anderen Tageszeit her. Da die jetzt schlafen, sind das vermutlich Wachen, die in der Nacht dann aktiv sind. Jetzt? Hoch ist das? Nebel? Steht noch eine Wache, ob wir da vielleicht langkommen? Manchmal kriege ich einfach nicht. Darf ich die nicht anwerfen oder wie? Ah, da kommt die andere wieder. Muss ich das anders lösen? Vielleicht muss ich sie weglocken. Wenn die da jetzt nicht da ist. Das war knapp. Aber bei der Tür konnte ich gerade nichts machen. Ist vielleicht einfach nur eine Tür. Okay, ich vermute mal, wir müssen an dieser Wache jetzt da hoch irgendwie, in diesen Gang.
Und da hatten wir ja schon den Weg gefunden. Nee, das war nicht dieser Weg. Oder? Was der? Auch irgendwo eine Ratte, ne? Ja, da hinten. Der begegnen wir später ja auch noch von der anderen Seite. Abwerfen können wir sie nicht. Oh, hier war noch was zum Anzünden. So sagt mir das denn keiner? Wie kommen wir in den Turm? Hier ist Wasser. Doch gerade richtig gesehen, da war was im Laub. Aber ertrinken wir hier nicht? Wie tief ist das? Oh, anscheinend können wir hier laufen. Ein Schatullenschlüssel. Nein! Da finden wir schon mal eine versteckte Truhe und dann können wir sie nicht leer räumen. Okay. Hier jetzt doch. An der da vorbei. Schmied ist nicht da. Na, dann sind wir jetzt hier. Wenn wir uns an der Wache vorbeigeschlichen haben, müssten wir schon in dem Gemäuer sein, mit dem der uns mit dem Turm verbindet. Da ist die. Die an der Treppe war. Die haben wir ja schon mal ausgenockt. Frage ist nur, war sie die einzige oder kam da noch einer? Ah, schwierig, schwierig. Die Stöcker sind schon wieder ein Hinweis. Ich muss sie ausnocken. Aber gut, das wagen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Ciao!